Ja, willkommen. Da sind wir wieder. Nach meinem letzten Video, das ich leider im Krankenhaus aufnehmen musste, war ich überwältigt. Von den Reaktionen der Literatur ist alles Community. So viele von euch haben mir gute Wünsche und ermutigende Zurufe gesendet. So viele von euch haben mir beschrieben, wie und warum dieser Kanal wichtig für euch ist, dass es mich nach der Rückkehr aus dem Krankenhaus ganz sprachlos macht und gekräftigt hat. Und darum als erstes ein Zuruf zurück. Danke, liebe Community, Freundinnen und Freunde. Denn was mir im Krankenhaus und danach zu Hause widerfuhr, das war, ich konnte nicht mehr lesen. Damit steigerte sich nur die Sehnsucht, geradezu alles lesen zu wollen. Altes und Neues, und die Bücher stapelten und stapeln sich noch immer um mich her, wie ihr sehen könnt. Zum Lesen war ich im Krankenhaus zu schwach. Ich ließ mir von meiner Frau zum Beispiel Carson McCullers bringen und konnte keine Zeile auch nur erfassen. Sie, Carson McCullers, die mir immer so viel geschenkt hat, sagte mir nichts, ging nicht in mich ein. Ich rate also jedem, der in meine Lage gerät, ein Smartphone bei sich zu haben. Denn da ich nicht lesen konnte, hörte und sah ich, ja, was? Das gewaltige Hörspiel Brüder nach dem gleichnamigen Roman von Hilary Mantel mit seinen 12,5 Stunden über die Französische Revolution und die drei Figuren Danton, Robespierre und Desmoulins, vor allem Camille Desmoulins, hat es mir angetan, seine Sanftheit, sein Stottern, seine Verletzlichkeit. Man erlebt und erfährt über Walter Adlers Bearbeitung mit 150 Sprecherinnen und Sprechern mehr über diese Zeit und den Mechanismus des Freiheitsdrangs, des ekstatischen Triumphs, des Freiheitsversprechens dann, des Sturms auf die Bastille, der in Terror umschlägt, als es jedes Sachbuch liefern kann. Man ist mittendrin und bewahrt zur gleichen Zeit sachliche Distanz durch die nüchtern präsentische Stimme des Erzählers Michael Rotschow. Einen nochmals anderen Weg in den Ulysses von Joyce habe ich durch Klaus Bulert gefunden, der aus jedem Kapitel dieses Jahrhundertromans ein eigenständiges Hörspiel macht. So verwandelt sich auch jedes Kapitel in einen separaten Gegenstand unseres Erstaunens, wie bei Gemälden in einem Museum. Und Birgit Minichmeier als Molly Blum ist einfach unschlagbar. Doch hat mich diesmal die halsstarrige Männlichkeit dieses Buches überrascht. Bis mir plötzlich aufging, wie Leopold Blum im Kontrast zu Stephen Dedalus und Buck Mulligan gegen das männliche Rollenbild verstößt und so die tradierte Geschlechterdominanz durchbricht, indem er sich ganz offen dagegen wehrt, zu der einen oder der anderen Seite zu gehören, Mann, Frau, Hoch- oder Popkultur. In den Krankenhausnächten, da ich nie wirklich schlafen konnte, sah ich wieder und wieder die Serie, besser sagen wir das Mega-Movie Succession von Jesse Armstrong, zunächst auf Englisch, dann in der gelungenen deutschen Synchronfassung. Die vier Kinder des Medienmoguls Logan Roy kämpfen um seine Nachfolge. Er, Logan Roy, der zu seinem 80. Geburtstag seinen Rücktritt angekündigt hat und seinem Sohn Kendall die Nachfolge, tritt nicht zurück. Und was sich hier in atemberaubend rascher Szenenfolge vor uns entfaltet, von Gesprächs zu Gesprächspointe, von Duell zu Duell, ist ein Krieg, ein wahrer Krieg dieser erwachsenen, verwöhnten, arroganten Kinder untereinander, die eines gemeinsam haben. Sie verfügen alle über das Bewusstsein, sehr, sehr viel Talent zu besitzen, was sie gerade nicht besitzen. Sie verfügen alle über das Bewusstsein, ein Anrecht zu haben auf das Vermächtnis des Vaters, das er ihnen bestreiten kann, weil dieses Bewusstsein vollkommen verfehlt ist. Sie kennen einander und, schlimmer noch, sie kennen sich selber nicht. Sie wollen einander wechselseitig unterwerfen und merken nicht, dass sie sich noch in ihrem Widerstand und mit ihren Putschversuchen gegen den Vater Logan Roy, ihm und immer nur ihm unterwerfen, wo er sie nicht unterwirft. Er ist ihr unberechenbarer Leuchtturm, nach dem sie sich richten, und die Steilküste zugleich,
an der sie Schiffbruch erleiden. Beim ersten Mal glaubt man, alles sei hier ganz klar und einfach, die Figuren kommen einem verächtlich vor, doch rasch fühlt man mit, gerät in eine ambivalente Haltung ihnen gegenüber, so wie man es ja auch im Alltag erlebt. Ich liebe meinen Bruder, meine Schwester, nein, ich mag sie nur, nein, sie sind mir fremd, nein, wieder anders, sie liegen mir am Herzen, nein, 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 mehr. Sie würden mir endlos fehlen, wären sie nicht da. Später, als ich mich selbst aus dem Krankenhaus entließ und als ich versuchte, aus dem Krankenhaus draußen zu bleiben, las ich dann alle Drehbücher, Scripts von Jesse Armstrong und seinem Team in 4 Bänden aus dem Londoner Verlagshaus Faber und Faber. Und 2 Dinge fielen mir dabei auf und die sind auch sehr wichtig. Nie zuvor in der Nachkriegsgeschichte hat es in der westlichen Welt so viele Vorschriften gegeben, die es so gut mit uns meinen, mit ihren sturzsicheren Geländern und Rauchverboten und Safe Spaces all überall, mit ihren Warnungen vor verstörenden Kunstwerken, Filmen und Romanen, sodass ich mich oft fragte, um Gottes Willen, wie haben die Generationen vor uns die Risiken des Alltags eigentlich überstanden? Wir haben sie alle nur die Filme Ingmar Bergmans und die Lektüre Louis Ferdinand Céline überlebt. Wird man jetzt oder wann? Bald? Sadie Smiths neuen, übrigens historischen Roman The Fraud brandmarken, weil das C-Wort, C-U-N-T, auf der 2. Seite fällt und im Deutschen schon mal vorfürsorglich mit Besen übersetzt wird. Darf Sadie Smith einen 14-Jährigen im Jahre 1873 C-U-N-T denken lassen? Oder erscheint uns diese Frage nicht etwas verquer? Denn warum sollte sie nicht? Stellen wir die Frage also mal anders. Darf eine Übersetzung Sadie Smiths Original verniedlichen und damit doch, wagen wir das Wort, ein bisschen verfälschen? Warum, frage ich mich, kommt mir diese pädagogische Glättung im Deutschen nur so seltsam pietätlos, so widersinnig und gefährlich vor? Wo bleibt dann noch das Leben, nackt, beschädigt, verzweifelt, schutzlos? So wie am Ende von Succession Kendall Roy, gespielt von unserem genialen Jeremy Strong. Und was für eine Erleichterung ist es da, dass in Succession geflucht, geraucht, gesoffen und gekifft wird, dass dieses Werk selbst kein Safe Space ist und von einem Happy End nichts wissen will. Kurzum, dass es lebt. Das Zweite, was mir an Succession auffiel und nicht mehr losließ, das sind die Grabreden, die der Bruder und einer der Söhne des Medienmoguls Logan Roy in einer katholischen Kirche halten, auf ihn natürlich, Logan Roy, und die sich im Grunde nicht widersprechen, sondern ergänzen. Der Bruder Logan Roy spricht davon, wie der Superkapitalist Logan Roy in allen Menschen die finstere Flamme schürte, die das eigene Herz warm hält, während ein anderes erfriert. Sohn Kendall spricht, im Gegensatz zum Bruder aus dem Stegreif, von dem Drang nach Schöpfung, nach Handel, Profit und räumt ein, dass darin eine schreckliche Kraft liegt und im selben Atemzug der allzu menschliche Wille anerkannt zu werden, majestätische Entschlossenheit. Diese Reden von Shakespeare'scher Wucht gehören zum Besten, was ich je gesehen, je gehört, je gelesen habe. Und so ist es gekommen, dass ich neben den Scripts von Succession zu Hause dann versuchte, jenes Stück zu lesen, das Jesse Armstrong beeinflusst hat. King Lear von Shakespeare. Zeile für Zeile. Langsam, langsam. Goneril, einer der Töchter Lears, spricht über ihren Vater Lear klar aus, was auch Logan Roy betrifft und uns alle. Solange er, sie ist egal wer, Autorität ausübt über uns, weil wir es zulassen, weil wir uns nicht davon befreien können, wird nichts gut. Und Edmund, der Bastard, der Schurke des Stücks, meine Lieblingsfigur, King Lear, geht in der nächsten Szene, Seite 31 der Übersetzung Frank Günthers bei DTV, noch den essentiellen Schritt weiter. Er fragt, Whereof should I,
Stand in the Plague of Custom und beschließt, sich der Pest der Sittenkonvention nicht zu beugen. So ist recht, Edmund, dachte ich mir, so ist recht. Edmund ist kein guter Mensch, schon klar, aber man kann auch von den Schattengestalten Shakespeares lernen. Und so rate und bitte ich euch, lest Shakespeare. Von dort kommen wir her. Lest King Lear, Hamlet, Macbeth, ja, was immer ihr könnt und wollt. Von dort sollten wir auch in Zukunft immer wieder herkommen. Herkommen können. Mit Shakespeare begannen zu Hause während der langwierigen Rekonvaleszenz die Suche nach dem Eigentlichen in der Literatur, dem, worauf es wirklich ankommt, was noch zählen könnte, ehe man stirbt. Im Krankenhaus war im Zimmer nebenan ein Mann, fast in meinem Alter, an Krebs gestorben. Die Schwestern hatten, während sie mir Blut abnahmen, seine Todesstunde vorausgewusst. Heute Nacht, flüsterten sie einander zu, 2 Uhr, als wären sie die Nornen Shakespeares. Und ich dachte nur, das könnte ich sein. Warum ist er nicht ich? Ich nicht er? Ich dachte mit Elias Canetti, jetzt bist du ihm die ihm unterschlagenen Jahre schuldig. Aber mein lieber Markus, ist da nicht auch, dachte ich mir weiter, neben dem Schrecken die Genugtuung, dass du jetzt noch nicht sterben musstest, dass du nicht der Tote bist. Dieses Gefühl, das darin besteht, der Tod wäre von mir auf einen anderen abgelenkt worden, das Überleben also. Es ist so, Elias Canetti, die zentrale Situation der Macht. Schäme ich mich dafür? Ja. Mit Elias Canetti fing ich wieder zu leben an, gegen den Tod. Ein Essay Elias Canettis genügt dafür. Macht und Überleben in dem Band Das Gewissen der Worte, in den gesammelten Werken Canettis im Band 6. Wir alle müssen das gelesen haben. Denn der Essay wiegt ganze philosophische Bibliotheken auf. Er trifft dich mitten ins Herz. Denkt jetzt bitte mal an die vielen Hitler, Napoleon und Stalin-Biografien, die ihr gelesen habt. In Elias Canettis Essay Macht und Überleben findet sich die Beobachtung, dass auch die Lektüre von Sachbüchern, wie eben Biografien, so wichtig ist. Canetti schreibt, noch nach Jahrhunderten wägen Historiker die Eigenschaften der Eroberer und Machthaber gewissenhaft gegeneinander ab, um zu einem, wie sie glauben, gerechten Urteil über sie zu gelangen. Sie erliegen dabei der Faszination einer Macht, die längst vergangen ist. Doch da sie sich in deren Zeit einleben, machen sie sich zu ihren Zeitgenossen. Und die Erbarmungslosigkeit des Mächtigen, der Tote um sich sammelte, um sich durch das Überleben die Macht zu sichern und zu stärken, geht auf sie, die Historiker, über. Während sie Tatsachen redlich sichten, ergeben sie sich. Soweit Elias Canetti. Ich kenne Autorinnen und Autoren genug, die sich jenen Machthabern ergeben haben, auch wenn sie es nicht wollten. Irgendwo findet sich immer noch etwas von Bewunderung, selbst wenn sie von Hitler, Goebbels, Göring, Stalin handeln. So wurde etwa vorgeschlagen, Hitler negative Größe zu bescheinigen. Was uns nur die Bedeutungslehre des Begriffs Größe zeigt, aber auch Respekt, interessanterweise diesen Respekt, den kein Massenmörder verdient. Und mit Elias Canetti meine krankheitsbedingte Vernebelung aufzuklären und aus mir zu vertreiben, habe ich darum wieder und wieder Elias Canetti selbst gelesen und 2 Werke Non-Fiction, die ich euch dringend ans Herz legen will, weil sie uns klüger machen. Zunächst und erstens Peter Longerichs Biografie Hitlers, der von diesem Sich-Ergeben völlig frei ist. Alle Bücher zu diesem Thema haben mich bislang vergiftet. Alle, ausnahmslos. Dieses eine von Peter Longerich nicht. Er fabelt uns nichts von Größe, Charisma, Mythos und was hast du noch daher. Schildert Hitler als Hauptentscheidungsträger an jeder Schlüsselstelle in der Geschichte des Regimes, so wie Hitler an jeder Phase des sich ausweitenden Völkermords an den Juden beteiligt war. Diese
Nüchternheit und Klarheit in Sichtung und Beschreibung der Fakten befreit. Und ebenso befreiend war und ist zweitens dann die Lektüre von Jill Lepore's Meisterwerk über die Geschichte der Vereinigten Staaten. Titel »Diese Wahrheiten«, das mich eine Woche lang ruhig, ruhig atmen und genesen ließ. Jill Lepore erzählt, jargonarm, plastisch, komplex, aber nicht verwirrend, aufwühlend und dennoch besonnen. Jill Lepore klärt auf. Nichts ist notwendiger jetzt. Alles, was uns heute umtreibt, ist hier zu finden, als wäre in der Vergangenheit Amerikas, die ja auch Europas Erbteil ist, unsere Zukunft ein- und vorgeprägt. So der Populismus und die Möglichkeiten der Manipulation, die sich aus den ständigen Wählerumfragen ergeben, die Nachrichtenwelt als Vergnügungspark, die Toterklärung der Wahrheit, die das Fundament der Propaganda Josef Goebbels war und die viele Intellektuelle aller Lager heute wie Oblaten im Munde spazieren führen. Der Glaube an die Allgegenwart von Täuschung und Betrug, das rassistische und jede wissenschaftliche Erkenntnis verleugnende Denken der Konservativen, das sich in der Gegnerschaft zum Liberalismus erschöpft. Naja, keine Sorge, ja. Die Liberalen kommen bei Jill Lepore auch nicht viel besser weg. Es ist uns, schreibt Elias Canetti in seinem Essayband »Das Gewissen der Worte«, es ist uns immer noch wenig mehr gegeben, als gegen die ungeschwächte Wirkung fataler Vorbilder, Gegenbilder vollkommener Wahrheit aufzustellen. Zu den fatalen Vorbildern zählt Elias Canetti auch Friedrich Nietzsche, Richard Wagner, Sigmund Freud. Und er meint den Bombast Nietzsches und Wagners. Und er meint Sigmund Freuds Behauptung, in uns wirke ein Todestrieb. Es ist gefährlich, so Canetti, das Übergewicht des Todes, den Wunsch zu sterben, als elementare Kraft, eben als Todestrieb in uns, einfach mal so zu behaupten, wie Sigmund Freud es getan hat. Zumal es mit Nietzsche, mit Wagner und vielen anderen mehr zu diesem ewigen Untergangsgerede führt. Schieben wir die Genannten einmal ganz kurz weg. Lassen wir sie sein. Wir haben als Leserinnen und Leser, die wir Menschen ja auch sind, eine Verantwortung, die dem Leben gebührt und nicht dem Tod. Wir haben uns das literarische Erbe der Menschheit zu eigen zu machen. Wir müssen imstande sein, zu jeder und jedem zu werden, auch zum kleinsten, naivsten, ohnmächtigsten. Und das ist mehr als die vielbeschworene Empathie. Es bedeutet, in anderen aufzuleben. Ob wir Leserinnen und Leser, ob wir Schriftstellerinnen sind und Schriftsteller, wir erschaffen Figuren, leben in ihnen und sie in uns. Und dieses Leben ist bereits Widerstand gegen den Tod. Das ist Verantwortung für das Leben, auch außerhalb der Literatur mit sich bringt. Wenn jemand hingegen schreibt, wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand werde eines Tages verschwinden, was man heute Mensch nenne, ein Schlusssatz Michel Foucaults und inzwischen ein geflügeltes Wort, der liefert die Menschheit dem Tode aus. Er lässt die Macht des Todes wachsen. Er selbst kapituliert. Nicht nur, er feiert die Vernichtung. Auch solche Abgesandten des Nichts zu bekämpfen, ist unsere Verantwortung. Doch ist es mit diesem Kampf noch längst nicht getan. Wir müssen Autorinnen, Autoren, Leserinnen, Leser einen Weg bezeichnen aus diesem Vernichtungswillen hinaus. Mit der Erfahrung der Krankheit im Rücken, die mich wenig und nur sehr, sehr langsam lesen ließ, bot sich über Elias Canetti ein Gegenbild zu den fatalen Vorbildern und Vernichtern an. Ein Vorbild vollkommener Wahrheit. Und es ist Franz Kafka. Er besitzt die Fähigkeit der Verwandlung ins Kleine. Er fühlt jede Macht als körperliche Bedrohung. Seine Ehrfurcht für das Leben weiß vom Untergangsgerede nichts. Nietzsche, Wagner, Sigmund Freud lassen ihn unberührt.
Und so auch die Entstellung der Welt durch die Begrifflichkeit, die Diskursivität. Lesen wir die Verwandlung erneut, lesen wir sie immer wie zum ersten Mal. Und über wenige Werke lässt sich das sagen. Nichts trifft einen mehr als die Sicht des leidenden Menschentieres Gregor Samsa, das mit übermenschlicher Zärtlichkeit auf die Unmenschlichkeit seiner Familie und ihrer Mieter reagiert, sich krümmt unter dem Blick des Vaters, in die befohlene Selbstaufgabe einwilligt und stirbt und als Tierkadaver entsorgt wird. Von Kafka her bin ich zu einer seiner geistigen Verwandten gekommen, zu Agustina Basterica und ihrem Roman »Wie die Schweine« von 2017 im argentinischen Original »Cadaver exquisito«, köstlicher Kadaver. Als Regierungen vermelden, dass ein Virus nicht nur alle Tierarten befällt, sondern auch für Menschen tödlich sein könnte, wird der Konsum von Tieren verboten. Doch die Fleischindustrie, die aus Mangel an Fleisch zum Stillstand gekommen ist, setzt die Regierungen unter Druck und legalisiert die Produktion des sogenannten Spezialfleischs, Menschenfleisch. Und bald ist der industrielle Kannibalismus selbstverständlich geworden. All das ist aus der Perspektive von Markus geschrieben, einem Produktionsleiter in einem der Schlachthöfe für jenes Spezialfleisch. Er weiß, so setzt Agustina Bastericas Roman ein, dass ihn ein weiterer Tag erwartet, an dem er Menschen schlachten muss. Aus seiner verzweifelten Apathie reißt Markus ein Geschenk, ein lebendes Geschenk. Eine Frau, die er zu Hause züchten soll. So, mehr verrate ich nicht, da ich euch die Lektüre des Romans nicht ersparen darf. Doch die Prozeduren der Aufzucht und Tötung, sie sind uns geläufig. Agustina Basterica wendet sich statt auf Tiere, auf Menschen an und stellt so eine einfache Frage. Wollt ihr Menschen so behandelt werden, wie ihr mit leidensfähigen und empfindungsbegabten Lebewesen verfährt? Sind Tiere nicht wie Menschen Individuen mit dem Recht, nicht gequält, nicht eingekerkert, medizinischen Experimenten unterworfen zu werden? Ja, man kann über diese Frage empört sein. Man kann sie für abwegig halten oder für, mit einem Begriff, den ich besonders verachte, politisch korrekt. Aber man kann Agustina Bastericas Roman auch für eine Übung zur Erweiterung der moralischen Vorstellungskraft nehmen, als Experiment, das einem hilft, nicht zu verrosten und in immer denselben Meinungen eingekerkert zu sein. Die Achtung des Menschen durch einen anderen Menschen, das ist es, was im Kern dessen steht, was wir Identity Politics zu nennen gewohnt sind. Heimlich dreht sich ein Roman, Gespräche mit Freunden von Sally Rooney, auch aus dem Jahr 2017, genau darum. Frances und Bobby, zwei Freundinnen, Studentinnen in Dublin, die einmal ein lesbisches Paar waren, treten als Poetry-Slam-Duo auf und lernen das feine Künstlerehepaar Melissa und Nick Conway kennen und lassen sich auf ein französisches Landgut einladen, wo viel geredet, gegessen und getrunken wird. Das Reden ist dort wichtig, erlesenes Essen ist dort wichtig und beides gleicht sich. Auf so merkwürdige Weise. Es ist pure Oberflächlichkeit. Wenn der betuchte Schauspieler Nick Conway sagt, er sei ja grundsätzlich Marxist, ist das ohne gedanklichen Aufwand dahingesagt und versandet denn auch. Wenn die aus reichstem Haus kommende Bobby sagt, Depressionen seien die menschliche Antwort auf die Zustände des Spätkapitalismus, der zerstört werden müsse, dann folgt daraus nichts. Alles wird durcheinander geschmissen. Gender, sexuelle Orientierung, Rassenhass. Alles ist mit allem verbunden und löst sich auf in nichts. Die Wertung zählt, der Begriff, die Phrase, die imaginäre Geschichtserzählung, das heißt heute das sogenannte Narrativ. Sie alle
bis zu ihren größten Feinden in Ultrarechten, beherrschen nur eines wirklich, die Anklage. Frances ist es, die als Einzige hier nicht wertet und verurteilt. Und wenn sie klagt, dann klagt sie sich selber an, während die anderen lediglich über Anklage, Urteil und Meinung so etwas besitzen wie eine Person. In einem ihrer wenigen selbstsicheren Momente kontert Frances Nicks Satz: Hey, ich dachte, du magst meine Persönlichkeit, mit zu Frances: Hast du denn eine? Frances performt nie, sie posiert nie, während die anderen um sie her ständig an ihrem publikumswirksamen Avatar basten, als besessen sie jetzt schon eine öffentliche Bühne dafür. So hat Sally Rooney einen Roman über die Uneigentlichkeit geschrieben, was meines Erachtens zum handwerklich Schwersten gehört, was sich denken lässt, bis das Eigentliche, die Eigentlichkeit zuschlägt. Frances hat sich in Melissas Ehemann Nick verliebt und er sich in sie. Melissa scheint sich in ihrer Überlegenheit so unendlich sicher. Doch als jetzt, Melissa ihren Ehemann Nick zu verlieren droht, sucht sie Frances mit einer E-Mail und einer Intrige zu vernichten. Denn Melissa benötigt Nicks angebliche Schwäche, die sie zu einer psychischen Krankheit hochspielt. Ja, sie nähert sich daran, bezieht ihre Stärke nur daraus. Und daran wird sie scheitern. Und am Ende ist für uns Leserinnen und Leser eines deutlich. Frances ist bitterarm, weil ihr alkoholverwahrloster Vater die ihr zustehenden finanziellen Zuwendungen verweigert. Und sie leidet an einer seltenen Gebärmutterkrankheit. Und sie leidet derart heillos an Selbstzweifeln, dass sie sich selbst Verletzungen zufügt. Aber Frances, und nur Frances ist es, auf die alle anderen angewiesen sind. Und nicht umgekehrt, wie Frances glaubt. Alle sind sie, Sophie Passmann hat uns neuerdings wieder darauf aufmerksam gemacht, besessen von Prominenz, Reichtum, heuchlerischer, rein äußerlicher Selbstkritik, von Geltung. Eine Besessenheit, die sie alle verengt und vielleicht zerstört. Man hat Sally Rooneys Roman als Roman über die Millennials missverstanden. Seid mir jetzt bitte nicht böse, wenn ich gestehe, mit diesen auch soziologisch fragwürdigen Generationeneinteilungen nicht einverstanden zu sein. Denn sie nehmen auch Sally Rooneys Werk bis zu ihrem bislang letzten Schöne Welt, Wo bist du, das Allgemeingültige weg, das Sally Rooneys große Leistung ist. Bei ihr beobachtet jeder jeden. Jeder will wissen, welches Bild sich der andere von ihm macht. Und in einem weiteren Roman, den ich während meiner Rekonvaleszenz geradezu verschlungen habe, geht es ähnlich zu. Colin Hoovers Verity von 2022 ist bloße Unterhaltungsliteratur. Naja, und will auch nur Unterhaltungsliteratur sein. Aber man täusche sich nicht. Man kann ihn womöglich trivial, im Leichten, ihm vielleicht als allzu leicht Befundenen einen Sprengkörper verstecken, wie Colin Hoover es tut. Verity Crawford ist eine Thriller-Autorin, die ihre Romane stets aus der Täterinnenperspektive herausschreibt. Nach dem Tod ihrer beiden Töchter und einem Autounfall liegt sie bei sich zu Hause in Vermont im Wachkoma. Und die bei weitem weniger erfolgreiche Ashley, unsere Ich-Erzählerin, erhält von Verity Crawfords Verlagshaus das Angebot, an Veritys Stelle die Thriller-Reihe fertig zu schreiben. Auf dem Anwesen der Crawfords entdeckt Ashley Veritys Autobiografie und liest sie heimlich. Sie ist davon abgestoßen und fasziniert zugleich. Die Autobiografie der offenbar sehr körperbewussten Verity, die wir gemeinsam mit Ashley lesen, ist voller Intimitäten von sexueller Drastik. Und dass Verity von ihrem Ehemann Jeremy schwanger wird, so lesen wir in der Autobiografie, versucht sie eine Abtreibung mit einem Drahtkleiderbügel. Verzeiht ihren Kindern danach nicht, dass sie sich zwischen sie und ihren dauerbegehrten Jeremy drängen. Inzwischen sind Ashley und Jeremy ein Paar. Der Sex zwischen den beiden fällt um einiges sanfter aus als der zwischen Verity und Jeremy in Verities Autobiografie. So kommt es in Hoovers Roman zu einer Spannung zwischen zwei Arten von Sexdarstellungen.
Hier unverblümt und gewalttätig, dort etwas süßlich und klischiert. Die Fragen, die sich daraus ergeben, lauten: Was empfinden Frauen beim Sex? Was die Männer? Was erwarten sie voneinander dabei? Und wie soll man heute über Sex schreiben? Einschüchternd, aufgeprotzt wie Charles Bukowski? Oder milde, gefühlvoll, manchmal nah an der Grenze zum Kitsch? Oder was? Gibt es einen männlichen und im Gegenzug weiblichen Blick auf die Sache? Okay, Verity von Colin Hoover ist selbst ein Thriller. Und die eben aufgeworfene Frage geht fast in einer anderen Frage unter. Ist es bloße Einbildung, wenn Ashley Verity Crawford einmal oben am Treppenabsatz stehen sieht? Hat Ashley begonnen, den Verstand zu verlieren? Es würde niemanden wundern, denn die Lektüre Ashleys in Verity Crawfords Autobiografie, die wir mit ihr lesen, könnte auch uns fast wahnsinnig machen. Verity, so heißt es dort, sorgt direkt und indirekt dafür, dass zwei ihrer Kinder ums Leben kommen, damit sie von ihrem Mann, so Ashleys Worte, wieder so richtig rangenommen werden kann. Als Ashley Jeremy das Manuskript der Autobiografie zu lesen gibt, wird Verity lebendig. Sie hat ihren komatösen Zustand nur vorgetäuscht und Ashley stiftet Jeremy dazu an, Verity zu ersticken. Ende. Ja, naja, natürlich nicht. Ja. Nicht ganz zumindest. 7 Monate später findet die von ihrem Jeremy glücklich schwangere Ashley einen Brief Verities an Jeremy, in dem Verity erklärt, dass sie ihre Autobiografie sowie ihre Thriller aus der Perspektive einer abgrundtief bösen Protagonistin herausgeschrieben hat, auch um mit dem Verlust ihrer Töchter fertig zu werden. Und aus dem Brief erfahren wir, dass Jeremy die Autobiografie Verities auch längst gelesen hat, sie für die Wahrheit hielt und dass er für den Unfall Verities verantwortlich war. Jeremy, ruft Verity in ihrem Brief Jeremy entgegen. Mal ernsthaft? Das hast du alles geglaubt? Halten Männer Frauen wirklich für so Sex besessen? Ja, was bedeutet das? Es bedeutet, welche Machtfiktion ist sie so gut gemacht, wie zum Beispiel bei ihr, bei Colin Hoover, welche Macht also Fiktion auf uns Leserinnen und Leser ausüben kann. Es bedeutet aber auch, dass für die Schilderung von Sex erst noch ein neuer Ton, eine freie, selbstbewusste, noch nie gelesene Sichtweise gefunden werden muss, wie sie sich etwa in Reverse Cowgirl von Mackenzie Rourke abzeichnet. Es bedeutet zuletzt, dass Jeremy an den drastischen, betont viril gewalttätigen, aber fiktiven Sexszenen in Verities erfundener Autobiografie keinen Anstoß nahm. Und damit haben wir die Pointe. Im Epilog des Romans wird Ashley einen Jeremy kennenlernen, wie sich Verity Crawford nur fiktiv ausgemalt hat. Umgekehrt wird Ashley zum freiwilligen Opfer von Verities Fiktion. Es sei ihr zu einer Art Obsession geworden, sagt sie, Jeremy sexuell mindestens so gut zu befriedigen, wie Verity es in ihrem Manuskript beschrieben hat. Am Schluss traut sie allen und sich selbst nicht mehr. Ja, aber das ist nun nicht alles. Lest bitte selbst. Ich gebrauche das Wort abgründig, selten und ungern. Hier passt's. Jeremy und Ashleys Obsession aus bloßer Fiktion heraus, das ist der männliche Blick auf die Welt und auf die Frau, wie in Mickey Sabbath in Sabbath Theater 1995 von Philip Roth zelebriert. Wenn man wie ich nach langer Krankheit wieder neu zu lesen beginnt, will man wissen, wie das, was früher großen Eindruck machte, nach 3 Jahrzehnten auf einen wirkt, ob es seine Bandkraft erhalten konnte. Und Philip Roth, konnte. Und Philip Roth, er kann. Sein Roman Sabbaths Theater ist buchstäblich Theater. Schamloses Theater. Schamlos. Und der Roman muss bis in den letzten Nerv seiner Sätze schamlos sein, weil er von Schamlosigkeit handelt. Morris Sabbath, genannt Mickey, Puppenspieler und Universitätsdozent, hat gegen den Tod seines Bruders und seiner Mutter, die er beide betrauert, ein auf Lebens- und Gefühlsintensität und aufs Extremste gerichtetes Leben geführt. Das ist die eine Seite. Und dass ihm
dem vom Tod in jede Sexzessivität getriebenen Wüstling, der eigene Mutter leibhaftiger als Geist erscheint, so lastet schwer. So lastet schwer auf ihm, lastet schwer auf uns. Die andere Seite ist, dass er mit seiner Sexzessivität zwei Ehefrauen und mehr in den Ruin getrieben hat. Und keine Trauer, keine Lebenslust kann dieses Vergehen entschuldigen. Darin besteht der Teufelskreis, aus dem auch wir Leserinnen und Leser keinen Ausweg finden. Die Erfahrung, die man mit diesem hochelektrisierenden Roman macht, ist die, Mickey Sabbath zu mögen und abzulehnen in einem. Doch die Einsichten, die er aus seiner Libertinage gewonnen hat, etwa seine Abrechnung mit unserem Korrekturwahn, bleibt unhintergehbar. Aber sie retten ihn nicht. Als sein Impresario Norman Cohen Sabbath vorhält, er sei zu nichts fähig als zu anarchischer Provokation und wie jämmerlich und altmodisch Sabbaths Entweihungsgehabe am Ende des 20. Jahrhunderts doch bitte sei, bricht etwas ein in Mickey Sabbath. Am Ende will er sich töten, dann durch eine Provokation töten lassen, aber es ist vergebens. Er konnte nicht, und damit schließt das Buch, er konnte einfach nicht sterben. Wie konnte er gehen? Wie konnte er verschwinden? Alles, was er hasste, war hier. So, und jetzt im unabgemilderten Original bitte nochmal. He couldn't do it. He could not fucking die. How could he leave? How could he go? Everything he hated was here. Wow. Das ist ein Schlusssatz, Kinder. So geht es selbst wie dem Steppenwolf Harry Haller bei Hermann Hesse, der an das Bürgerliche, das er verachtet, bis auf Weiteres gefesselt bleibt. Und auf diese Weise, wie es so unübertroffen bei Hermann Hesse heißt, anerkannte und bejahte er stets mit der einen Hälfte seines Wesens und Tuns das, was er mit der anderen bekämpfte und verneinte. Doch ein Satz Mickey Sabbaths, das bleibt konstruktiv stehen, der geht einfach nicht weg. Böse ist, wer sich einbildet, rein zu sein. Whoever imagines himself to be pure is wicked. Menschliche Reinheit gibt es nicht, es kann sie nicht geben, es darf sie nicht geben, sie ist Diktatur. So bricht es aus Sabbath auf Seite 620 der Ausgabe, meiner Ausgabe, der Library of America hervor. Und so hat Philip Roth einen Roman gegen jeden Reinheitsfeldzug geschrieben. Die sentimentale Empörung, wie Shelley Porras in diese Wahrheiten nennt. Gegen das eifrige Bemühen, dieses eifrige Bemühen, sich von all dem verletzt zu fühlen und all das am liebsten verbieten zu lassen, was einem gerade mal nicht in den Kram passt. Das andernfalls ja durch Mark und Bein unseres Geistes gehen könnte, wie Philip Roths Roman, dessen Unmoral eine Moral in sich trägt. Diese Mentalität der sentimentalen Empörung läuft Gefahr, die Freiheit von Kunst und Literatur zu ersticken. Stellen wir uns einen Klavierstudenten vor, der sich weigert, Bach zu erlernen, weil Bach seines Erachtens, seinem Empfinden nach, misogyn war. Können wir uns das vorstellen? Wollen wir das überhaupt? Ist die Weigerung am Ende doch nicht weiter als ein Faulheitsalibi? Wann streichen wir aus dem Steppenwolf von Hermann Hesse zwei Worte, die ich hier schon nicht mehr nennen kann? Genauer, zwei Worte aus dem Steppenwolf, der Schülerausgabe der Surkamp Basisbibliothek, Seite 69. Ich sage das übrigens nur, damit unseren empörten Steppenwolf auf der zensorischen Suche nach solchen und anderen Stellen durchforsten und diesen Roman endlich lesen und beim Lesen aus ihrem geistigen Analphabetentum rauspurzeln. Eine wirklich offene Debatte über die gegenwärtig virulente Gefahr, die Freiheit von Kunst und Literatur zu vernichten, ist noch gar nicht geführt worden. Nein, sie wird erstickt, wo immer sie sich nur bietet, gerade weil auch diese Debatte den Safe Space bedrohen könnte. Und so bleibt die Gefahr bestehen. Sie lauert nicht mehr, nein, sie spitzt sich zu und erinnert an das Schmutz- und Schundgesetz der Bundesrepublik, dem Günter Grass mit seiner Danziger Trilogie um 1960 ausgesetzt war, und an die Fatwa gegen Salman Rushdie und seine satanischen Verse von 1989, an jenes Todesurteil, dem Salman Rushdie in diesem Jahr
2023 nur ganz knapp entgangen ist. Fängt man neu zu lesen an, dann sucht man auch, sich seiner geistigen Heimat zu versichern. Und es ist für mich immer die andere, die unklassische, die nicht realistische, die an keine Gesetze, keine Gebote, an keine Vorschrift gebundene, fantastische, phantasmagorische und groteske Tradition des Romans gewesen, bis hin zum Fantasy-Steampunk eines China Miéville. Eine Tradition, die mich freigesetzt und die mich frei gehalten hat. Ich stehe in ihrer Schuld und bin glücklich damit. Seit meinem 11. Lesejahr bin ich durch die Schule von Günter Grass gegangen. Der kam wie gerufen, dieser Anarchist der Danziger Trilogie, also der Blechtrommel, Katz und Maus und der Hundejahre. Auch weil mit ihm gegen das Blindkonservative der Welt damals um mich her unverfroren und frei aufzubegehren war. Die drei Werke der Trilogie hatten etwas völlig Fremdes und zugleich Altvertrautes an sich. Wie ein Tier oder wie ein Baum, den ein Naturforscher entdeckt hat, aber wofür er noch keinen Namen und keine Nomenklatur gefunden hat. Die Sprache von Günter Grass war nach der Wortvergiftung der Nationalsozialisten völlig neu, anders, findenreich, erfinderisch und für mich als 11-, 12-, 13-Jährigen eine Art gebändigter Raserei. Der Grass Lyriker und Grafiker war und leidenschaftlicher Koch und Sexualist, war alles, was er schrieb, nein besser, war alles, was er erzählte, von Satz zu Satz, Lyrik, anschaulich, visuell. Grass war ein Hieronymus Bosch, Grass war ein Peter Paul Rubens, Grass war ein Goya der Sprache, sinnlich, man sah vor sich, was man las, man roch es. Bekanntlich gehört es zu den Lastern geistiger Menschen oder jener Menschen, die sich dafür halten, zu glauben, dass die Welt aus Geistigem besteht, aus Begrifflichkeiten, Abstraktionen. Und sie suchen sich ein Denksystem dafür und dann denken sie aus ihm und nur noch aus diesem Denksystem heraus. Und Grass machte da nicht mit. So löste zunächst die Blechtrommel eine Art fröhliches Entsetzen in mir aus, aber eben gerade nicht jenen Zwang zur Anbetung, den die Gurus gleich welcher Systeme in einem auslösen können. Es war Souveränität, die so ansteckend wirkte. Es war Eigensinn, gegen den man nicht wiederum aufbegehren musste, weil Günter Grass mir zur eigenen Souveränität verhalf, weil Günter Grass mich zu meinem Eigensinn aufwühlte, der nicht der seine, sondern ganz der meine war. Nehmen wir rasch eine Passage aus den Hundejahren, die als Märchen beginnt und die Zerstörung der Zivilisation eigensinnig und unerhört auf den Punkt bringt. Man muss jetzt dafür nur wissen, dass mit den Genien in dieser Passage die Schutzgeister aus der römischen Mythologie gemeint sind und zugleich die Genies, die Großen, die Unbefleckten, die Reinen, als die sich Künstler wie Machthaber feiern ließen. Und man muss wissen, dass die Knochenberge dieser Passage sich darauf beziehen, dass aus Leichen im Konzentrationslager Stutthof und einer psychiatrischen Klinik in Danzig Seife hergestellt wurde zur Reinigung von Arbeitsflächen der Danziger Akademie. Es war einmal ein Mädchen, das hieß Tulla und hatte eine reine Kinderstirn. Aber nichts ist rein. Auch der Schnee ist nicht rein. Keine Jungfrau ist rein. Selbst das Schwein ist nicht rein. Der Teufel nie ganz rein. Kein Tönchen steigt rein. Jede Geige weiß es. Jeder Stern klirrt es. Jedes Messer schärft es. Auch die Kartoffel ist nicht rein. Sie hat Augen, die müssen gestochen werden. Aber das Salz, Salz ist rein. Nichts, auch das Salz ist nicht rein. Nur auf Tüten steht, Salz ist rein. Lagert doch ab. Was lagert mit? Wird doch gewaschen, nichts wäscht sich rein. Doch die Grundstoffe rein
sind steril, doch nicht rein. Die Idee, die bleibt doch rein. Selbst anfangs nicht rein. Jesus Christus, nicht rein. Max Engels, nicht rein. Die Asche, nicht rein. Und die Hostie, nicht rein. Kein Gedanke hält rein, auch die Kunst blüht nicht rein. Und die Sonne hat Flecken, alle Genien menstruieren. Auf dem Schwärz schwimmt Gelächter, tief im Brüllen hockt Schweigen, in den Ecken lehnen Zirkel. Doch der Kreis, der ist rein. Kein Kreis schließt sich rein. Denn wenn der Kreis rein ist, dann ist auch der Schnee rein, ist die Jungfrau, sind die Schweine, Jesus Christus, Max und Engels, leichte Asche, alle Schmerzen, das Gelächter, links das Brüllen, rechts das Schweigen, die Gedanken makellose, die Oblaten nicht mehr Bluter und die Genien ohne Ausfluss, alle Ecken, reine Ecken, gläubig, Zirkelschlügen, Kreise, rein und menschlich. Schweinisch, salzig, teuflisch, christlich und marxistisch, lachend, brüllend, wiederkäuend, schweigend, heilig, rund, rein, eckig und die Knochen, weiße Berge, die geschichtet wurden neulich, Wüsten reinlich ohne Krähen, Pyramidenherrlichkeit, doch die Krähen, die nicht rein sind, knarrten ungeölt schon gestern, nichts ist rein, kein Kreis, kein Knochen und die Berge hergestellt. Um die Reinlichkeit zu türmen, werden schmelzen, kochen, siegen, damit Seife rein und billig, doch selbst Seife wäscht nicht rein. So stand die Sprache von Günter Grass ganz jenseits der Phrase, ganz jenseits des tausendfach schon Gesagten, Geschriebenen, ganz jenseits der Trägheit auch, die manche Autorinnen und Autoren und damit deren Publikum erfassen kann. Man hat Günter Grass Manierismus vorgeworfen. Heute sagt man Sprachverliebtheit dazu und meint damit, warum kann sich der nicht so einfach, so elend, simpel ausdrücken, damit ich mich nicht anstrengen muss und damit ich weiter in meinem Fett sitzen bleiben kann, das ich mir mit Trivialem so mühsam angefressen habe. Aber was sollte einer anders sein als Sprachverliebt, der mit der Sprache arbeitet? Und dies desto mehr, als er vom grausamsten, unerhörten, nicht fassbaren, wie dem eben zitiertesten Hundejahren schreibt. Geht es anders? Na ja, dann zeigt es mir. Um es banal zu sagen. Was würden wir von einer Modeschöpferin halten, wenn sie nicht stoff- und formverliebt wäre? So etwa? Nö, diese Vivian Westwood, die hat es mir zu sehr mit Rüschenhemden, Kapuzenpullovern, Lammfell, bauschigen Minirock, Krinolinen. Nein. Der Vorwurf der Sprachverliebtheit klingt illiterat, bestenfalls unberaten, lächerlich aber in jedem Fall. Auch dass sie zum Weitblick von Günter Grass gehörte. Grass reduzierte die Welt nicht. Er weitete sie, er breitete sie neu, völlig anders, immer wieder aufs Neue vor uns aus. Und er schloss nichts aus. Und so konnte man mit ihm eine Literaturtradition entdecken, die vor ihm lag, die er fortsetzte und die andere dann weiterführten. Jene andere Literaturtradition, von der ich sprach, die Literaturtradition der Vorschriftslosigkeit und des bedingungslosen Freiheitswillens bis in die letzten Winkel dieser Erde. Sie bildet einen ganzen Kontinent der Literatur für sich. Rabelais, Grimmelshausen, Johann Fischart, E.T.A. Hoffmann, Jean Paul, Charles Dickens, Gabriel García Márquez, Thomas Mann, Dublin, Joyce, John Irving, ja Freunde und Freundinnen, Leserinnen und Leser, was wären wir ohne den von Oscar Mazzaret inspirierten Owen Meany, Mordecai Richler, Anthony Burgess mit Clockwork Orange und Earthly Powers, dem Fürsten Fantome, Clemens J. Zetz, Leander Fischer, Thomas Pynchon, Gerold Späth, Sadie Smith, sind mehr, als ich aufzählen kann, viel, viel mehr. Und Salman Rushdie natürlich, hier und heute, allen voran. Fantastisch, opulent, unverschämt komisch, turbulent und unverwechselbar. Der Autor der Globalisierung schlechthin oder ein Autor, der mit den satanischen Versen den Roman schlechthin gegen den Terror aller Reinheitsgebote geschrieben hat. Terroristen sprengen ein Flugzeug in die Luft, zwei Schauspieler überleben und fallen vom Himmel. Der eine wird zum Engel, der andere zum Teufel. Und wie bei Charles Dickens irren sie durch ein magisches London, das für den teuflisch verunstalteten Schauspieler die Hölle der Immigranten ist und für den verengeligten anderen Schauspieler, einen Bollywood-Star, die Hölle des eigenen Größenwahns und eines Fluchs,
mit dem ihn eine tote Geliebte belegt hat. Rushdies Roman hat viel von Urban Fantasy, etwa als der verängstigte Schauspieler auf einer Wolke über London zu schweben glaubt und den Engländern ihre moralische Verschwommenheit austreiben will. Yep. Indem er London nämlich in eine tropische Stadt verwandeln will, in ein zweites Bombay. Und dann sieht er ein, dass daraus auch eine Kultur des Exzesses erwachsen könnte, also das genaue Gegenteil dessen, was er bezweckt, nämlich ein so und nicht anders, das bezweckt er. Aber zu spät. Naja, aber das war jetzt eine sehr, sehr knappe Zusammenfassung des ganzen Romans, mein lieber Freund. Werdet ihr jetzt sagen, naja, klar, lesen sollt ihr selbst. Aber ihr werdet bemerkt haben, dass ich die sogenannten religionskritischen Seiten des Romans mit keinem Wort erwähnt habe, und zwar darum nicht, weil man die satanischen Verse stets auf diesen einen Aspekt reduziert, um sie dann nicht zu lesen. Schnell nur so viel. Der Prophet mit seiner Religion der Unterwerfung in dieser alternativhistorischen Fantastik unter dem Titel Die satanischen Verse ist nicht der Prophet des Islam. Er ist eine erfundene, eine fantastische Figur des Romans. Er ist darüber hinaus übrigens die Traumgestalt eines Bollywood-Schauspielers, der als Erzengel Gibril die Offenbarung lediglich träumt und dem darüber hinaus der Autor Salman Rushdie als Gott und Teufel in Personalunion erscheint, als Schöpfer des Romans. Und das ist Fantasie, Irrwitz, ein Spaß, Fabulierfreude. Nicht mehr, aber offenbar für manche schon viel zu viel. Schade für und vor allem um sie. Rushdie hat kein Pamphlet, er hat einen Roman geschrieben. Wie viele Jahrzehnte werden von nun an, auch nach der Verleihung des Friedenspreises an Sir Salman Rushdie im Herbst 2023 noch verstreichen müssen, bis man begreift, dass ein Romancier keine religiösen und was sonst noch für Gefühle verletzen kann, weil ein Romancier erfindet und die Welt eines Romans mit der Welt dort draußen nur wenig zu schaffen hat. Ich habe die satanischen Verse vorgestern noch einmal gelesen, zum ich weiß nicht wie vielen Mal. Diesmal rückwärts, von hinten nach vorn. Und gestern seinen bislang letzten Victory City, um wieder ganz daheim zu sein. Ich, so endet Victory City. Ich, Pampa Campana, bin die Verfasserin dieses Buchs. Ich habe gelebt, um ein Reich zu sehen, das auf- und unterging. Wie wird man sich ihrer erinnern, dieser Könige, Königinnen? Sie existieren jetzt nur noch in Worten. Während sie lebten, waren sie Sieger und Besiegte oder beides. Jetzt sind sie weder noch. Worte sind die einzigen Sieger. Words are the only victors. Was sie taten oder dachten oder fühlten, das gibt es nicht mehr. Es bleiben nur meine Worte, die diese Dinge beschrieben. Man wird sich ihrer erinnern in der Weise, wie ich beschlossen habe, mich ihrer zu erinnern. Sie werden die Bedeutung haben, die ich ihnen zu geben wünschte. Ich selbst bin nichts. Alles, was bleibt, ist diese Stadt der Worte. All that remains is the city of words. Ja, so ist es. So sei es denn. Literatur ist alles. Vergesst den Rest. Lesen wir also gemeinsam weiter. Ich danke euch.